Aber nur sie selbst können das tun, was nötig ist, um ihr Leben zu gestalten. Warten Sie nicht auf andere. Träumen Sie nur davon, ein Schriftsteller zu werden, eine Ausbildung nachzuholen, eine bestimmte Reise zu machen oder arbeiten Sie auch daran? Sprechen Sie lediglich von Ihren Plänen oder machen Sie konkrete Schritte? Seien Sie sicher, niemand ist an Ihren Plänen interessiert. Was Sie tun, darauf kommt es an. Denn niemand schuldet Ihnen die Erfüllung Ihrer Wünsche. Handeln Sie oder schmollen Sie? Das Schmollen bezeichnen wir zu Recht als kindisch. Und wer nicht ein Teil der Lösung ist, ist ein Teil des Problems. Sie wollen Ihr Ziel erreichen? Dann müssen Sie danach hungern. Es muss eine ganz tiefe Entschlossenheit in Ihnen sein, die nicht verhandelbar ist. Sie werden es schaffen. Sie werden es überwinden. Das, was Ihnen zugestoßen ist, wird Ihr Leben nicht bestimmen. Sie müssen sich gegen sich selbst erheben und Ihrem Verstand sagen, was er zu denken hat. Glaube wird angewandt. Man hat ihn nicht einfach. Er wird benutzt. Er bringt einen zum Handeln. Das ist Mut. Mut heißt, etwas zu tun, obwohl man davor Angst hat. Glaube heißt nicht, dass man keine Angst hat. Halten Sie an Ihren Träumen und Zielen fest. Lassen Sie uns es gemeinsam sagen. Es ist möglich. Wenn Sie Träume und Ziele haben, an denen Sie sich festhalten können, dann möchte ich Ihnen etwas ans Herz legen. Erwarten Sie das Unerwartete und erledigen Sie es. Wie viel Zeit und Energie sind Sie bereit zu investieren? Es gehört nicht viel Fantasie dazu, um zu sehen, dass Menschen, die die Verantwortung für das Erfüllen ihrer Wünsche übernehmen, glücklicher leben als solche, die die Verantwortung anderen zuschieben. Sie müssen aufstehen und für das kämpfen, was Sie wollen. Selbstverantwortung macht frei. Ändern Sie das, was Ihnen nicht gefällt. Und wenn Sie es nicht ändern können, es Ihnen aber wichtig ist, dann verlassen Sie es. Und wenn Sie das nicht können oder aus guten Gründen nicht wollen, dann steigen Sie voll ein. Das ist auf einen kurzen Nenner gebracht gelebte Selbstbestimmung. Das heißt also, akzeptieren Sie nicht die Lebensumstände, die Ihnen nicht gefallen. Finden Sie sich nicht ab. Leiden ist leichter als handeln. Ein furchtbarer Satz. Aber Menschen erkranken nicht, weil sie ihren Ärger, das heißt ihre Gefühle unterdrücken, sondern weil sie das Handeln unterdrücken. Leiden ist leichter als handeln. Dieser Satz ist ungemein erkenntnisreich, weil er einen gewaltigen Anteil menschlichen Verhaltens erklärt. Denn Handeln ist oft mit Unsicherheit, mit Angst verbunden. Es ist die Angst vor dem Unbekannten, die uns davon abhält, Veränderungen zu riskieren. Deshalb hat die verbreitete Sehnsucht nach Sicherheit so viel Selbstzerstörerisches.